haben. Robert war schon in Köln dabei. Und heute ganz frisch haben wir den Niki Hoff von Contao. Er ist auch der erste Vorsitzende der Contao Association. Freut mich auch recht herzlich, dass du hier bist, weil ich auf den Contao-Konferenzen auch immer recht herzlich eingeladen bin und mich auch immer darauf freue, im Frühjahr dort zu sein. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen auf jeden Fall mal auf WordPress, Contao eingehen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein bisschen mit Typo 3 ein bisschen was zu erklären, zu erzählen. Wir sind dann natürlich auch auf eure Fragen so ein bisschen angewiesen, damit wir dann so ein bisschen mal schauen können, was interessiert euch eigentlich genau am Vergleich? Was soll mal verglichen werden oder wo können wir mal eben halt schauen? Wie gesagt, ich denke, Robert, willst du anfangen? Orange geht vor. Ja gut, okay. Dann Niki mit Contao. Alles klar. Hau dann mal rein. Schauen wir mal. Auch herzlich willkommen von mir. Wir schauen uns mal hier eine Contao-Seite. Schon mal jemand mit Contao irgendwie zu tun gehabt oder nur gehört, dass es gibt? Und zufrieden gewesen? Ja, das ist doch alles gut. So, ich nehme mal hier als Beispielseite, haben wir unsere aktuelle Camp-Seite. Eine Veranstaltung jetzt im November. Frontend brauche ich glaube nicht erklären, macht jeder wie er gerne möchte. Einmal kurz einloggen. Hätte ich auch mal vorbereiten können, ja? Einhandtippen ist doof. Ne? Ah ja, danke, Mensch. So. Wo ist sie denn? Ach hier. So. Dann haben wir mal hier so ein Backend vom Contao. Das ist jetzt die neue Version 4. Wir haben ja aktuell einen großen Sprung gemacht von der 3 auf die 4. Die 4 ist jetzt komplett auf Symfony basierend. Wir haben das Backend komplett überarbeitet vom Layout, von den ganzen Icons etc. pp. Was ist der große... Die große Eigenschaft von Contao, wir trennen komplett die Inhalte von der Struktur. Das seht ihr schon hier. Wir haben einmal die Inhalte über Artikel und den Formulargenerator. Jetzt sind hier nicht ganz alle Informationen eingeblendet, die wir halt nicht nutzen. Da gibt es noch Events, Nachrichten und so weiter und so fort. Und hier haben wir das Layout. Wenn wir mal in die Seitenstruktur reinschauen, dann sehen wir hier die Übersicht über unsere Seiten, die man dann einzeln bearbeiten kann. Hier kann ich dann keine Inhalte bearbeiten, sondern halt wirklich nur die Struktur, so wie sie auch im Frontend zur Verfügung ist. Hier habe ich die Hauptnavigation und die ist dann auch im Backend so abgebildet. Wenn ich jetzt Inhalte bearbeiten möchte, muss ich das über die Artikel tun. Hier habe ich dann wieder diese Seitenstruktur abgebildet und darunter sieht man dann, dass ich einzelne Artikel habe, die ich dann über den Stift bearbeiten kann. Hier habe ich dann verschiedene Elemente, die wiederum zu einem Artikel zusammengefasst werden. Eine Überschrift, ein Text, ein HTML-Element. Kann jetzt hier, wie ich möchte, neue Inhaltselemente hinzufügen. Da gibt es dann verschiedene vorgefertigte Varianten. Textelemente, Akkordeonelemente, Content-Slider, Link-Elemente, Medienelemente, Dateielemente, Include-Elemente. Je nachdem, was ich für Erweiterungen installiert hat, bringt die Erweiterung dann natürlich weitere Elemente mit, um dann die ganze Sache einfacher zu gestalten. Grundelemente reichen eigentlich so für eine einfache Seite sehr, sehr gut aus. Ich habe immer noch die Möglichkeit, mit so einem eigenen HTML-Element dann verschiedene Sachen zu machen. Was kann man, damit ist der Benutzer dann eigentlich soweit zufrieden, also er kann über Seitenstruktur, über Artikel, kann er seine ganze Seite warten. Er kann natürlich dann auch über die Themes, dort wird dann halt zusammengefasst, die einzelnen Style-Sheets, die ich einbinden kann. Es werden die Frontend-Module
finalisiert oder eingearbeitet. Hier sieht man halt, dass man Navigationsmenü, eigen HTML-Code, ein Mobile-Menü. Auch hier gibt es schon fertige, vorgefertigte Module, die eine große Auswahl zulassen. Individuelle Navigation, Login, Logout, Formulare, Flashfilm, um Gottes Willen. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Elemente, die schon fertig sind. Durch Erweiterung wird es alles erweitert. Aktuell haben wir mit unserer Erweiterungsverwaltung ein kleines, sage ich mal, Problem. Die in der vorherigen Contao-Version haben wir ein eigenes Extension Repository gehabt. Dort wurden alle Erweiterungen gelistet, konnte der Benutzer einfach im Backend dann auf die Erweiterungsverwaltung gehen, nach einer Erweiterung suchen, auf Installieren klicken und war fertig. Nachteile davon, dieses Extension Repositories, es war halt Closed Source, war schon relativ veraltet und ja, so eine Abhängigkeitsverwaltung und Prüfung und Gegenprüfung, ob die einzelnen Erweiterungen untereinander kompatibel sind, fand halt einfach nicht statt. Das Einzige, was geprüft wurde, ob die Erweiterung, die ich da installiere, für die jeweilige Contao-Version verfügbar war. Und da konnte es halt jetzt passieren, dass ich zwei Erweiterungen installiert habe, die sich nicht vertragen haben und dann ist mir das ganze System im Ernstfall dann einfach mal abgestürzt. Und dann ist es natürlich für den Benutzer eher schwierig, da nachzuvollziehen. Deshalb gab es dann schon seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren Bestrebungen auf Composer zu setzen. Diese ganze Sache, weiß nicht, jemand schon mal von Composer gehört? Ja. Composer ist halt ein Paketverwaltungstool aus der PHP-Welt. Wird dort sehr, sehr gern genutzt, weil man halt relativ schnell und einfach Pakete installieren kann und die dann auch gegenseitig geprüft werden auf die Kompatibilität hin. Das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Das heißt, es ist eigentlich nicht möglich, inkompatible Pakete miteinander zu installieren, weil dann sagt mir der Composer, nee, mag nicht. Problem an der ganzen Sache, das Ding ist eigentlich für die Kommandozeile gemacht. Was haben wir dann halt also gemacht? Wir haben versucht, das Ding irgendwie mit einer Maske zu versehen und ähnlich wie halt so eine, wie die Erweiterungsverwaltung, kann man dort seine Pakete eingeben oder seinen Paketnamen, findet das dann und kann das dann installieren. Was aber daran wieder an weitere Probleme kommt, nämlich die Ressourcen, die man dort braucht. Teilweise braucht man dort einen RAM von 500, 600, 900 MB und das sind natürlich die einfachen Pakete einfach nicht dafür da. Warum ist das so viel? Ganz einfach darum, weil natürlich ein wahnsinnig langer Baum entstehen kann, um die Abhängigkeiten zu prüfen. Ist ganz einfach, man kann eine Erweiterung erstellen, die Erweiterung ist abhängig von einer weiteren Erweiterung und die ist dann noch weiter abhängig und so weiter und so fort. Und die wird jetzt halt gegengeprüft mit allen möglichen verschiedenen Versionen, mit installierten Sachen, mit PHP-Versionen und so weiter und so. Wirklich ein ellenlanger Baum und das verkraften die ganzen Systeme halt nicht so richtig. Da sind wir jetzt gerade dabei. Wie gesagt, Contao 4 hat aktuell keine inkludierte Erweiterungsverwaltung, geht alles nur über die Konsole eine Erweiterung zu installieren, beziehungsweise kann man sich auch ein ZIP-Paket runterladen und das dann einfach ins Modulverzeichnis werfen. Ist natürlich für einen einfachen Anwender ein Umweg, weil das halt anders gewohnt ist. Und wir werden jetzt mit der neuen Version 4.2, so ist der Plan, soll ein Contao-Installer hinzukommen, der unabhängig von Contao läuft. Das heißt, ich werde auf meinen Webspace nur noch den Contao-Installer werfen und sage dort, ich möchte bitte Contao installieren, kann dort verschiedene Pakete, Erweiterungen, was auch immer, Symfony-Bundles hinzufügen, drücke auf Installieren und schon habe ich alles, was ich möchte. Wie gesagt, hängt noch ein bisschen an den Hostern oder beziehungsweise den Webpaketen, was man benutzt. Wir haben da auch schon drüber nachgedacht, das extern zu verlagern, also selber so einen Service anzubieten, der die Abhängigkeiten prüft, scheitert aktuell einfach daran, dass es extreme Ressourcen frisst und unheimlich teuer dann wäre.
ja, so weit erstmal für den ersten Eindruck. Ja, hat noch jemand Fragen zu Niki und Kuntau? Ansonsten bin ich dann auch noch heute den ganzen Tag da. Genau. Da können wir noch mal reingucken. Gut, dann darf ich den Robert einmal bitten. Übernehme ich mal. Dann übernehme ich mal. Meine erste Frage, wer hat hier im Raum noch nicht mit WordPress gearbeitet? Schon gesehen oder so, also du hast noch nicht mitgearbeitet, okay. WordPress ist ein sehr, sehr einfaches System. Wurde also von der Entwicklung darauf ausgelegt, also es gibt so den Leitspruch von WordPress.com, das ist die quasi eine Blogger-Seite, also wo man quasi eigene Seiten quasi sich kostenlos anlegen kann. Der Leitspruch von dieser Seite ist, das Publishing zu demokratisieren. Also sprich, dass alle Welt quasi es irgendwie leicht hat, quasi mit auf eigenen Ressourcen quasi irgendwie eben Inhalte ins Netz zu stellen. Uns gibt es schon sehr lange, seit 2004 wurden wir quasi angelegt. Ich bräuchte mal jemanden, danke, kurzes Mikro hält. Und ich würde euch kurz das WordPress Backend zeigen. So, ich habe eine schöne lange URL. So, schauen, ob das hinhaut. Genau, das wäre jetzt schon mal die aktuelle Installation von WordPress im Frontend. Machen wir gleich mal kurz den Admin-Bereich auf, dass ich euch das zeigen kann. So. Wenn man sich irgendwelche Software automatisch installieren lässt, kriegt man auch schöne Benutzernamen automatisch erstellt. Nein, das war falsch. So. Aber das Passwort kann man selber wählen. So. Was wir jetzt hier sehen, ist der Bereich, quasi der Dashboard-Bereich, wenn man quasi eine neue Version installiert hat, holt einen erstmal sehr einfach ab, quasi Next Step, was kann man tun, ist auch quasi komplett lokalisiert auf Deutsch, muss man nur wählen. Wenn ihr eine deutsche Version installiert, bekommt ihr bei der Installation, die wir jetzt gerade nicht gesehen haben, ausgewählt, in welcher Sprache ihr das haben wollt. Das sind die möglichen Sprachen. Wir nehmen mal Deutsch in der normalen Version. Kurze Zwischenfrage, Bart. Ja. Wie viele verschiedene Sprachen gibt es WordPress? Wir sind aktuell, glaube ich, auf 60 Sprachen voll übersetzt. Also der Core ist quasi also Core und Plugins verschiedene sind auf 60 Sprachen übersetzt. Ansonsten sind wir halt, ich glaube, auf 150 Sprachen insgesamt gibt es Teams, die sich damit beschäftigen, die eben mal mehr, mal weniger einen erweiterten Kreis von Übersetzungen geschafft haben. Das heißt, es gibt einige Sprachen, die wirklich nur eine Handvoll Übersetzungsstrings quasi haben, also nicht, wie man es jetzt quasi hier sieht, das komplette Backend übersetzt haben. Das heißt, wir gehen nochmal kurz zum Dashboard zurück. Das heißt, hier bekommt man quasi, wird man leicht abgeholt, wie man eben was publizieren könnte. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mal eben kurz die Beitragsansicht zu nehmen. Wie gesagt, WordPress ist durch die sehr starke Einfachheit eben auch relativ schnell zu verstehen. Das heißt, wir haben jetzt eine Übersicht von Beiträgen. Wir bearbeiten jetzt mal eine. Und hier gibt es nochmal ganz kurz den Hinweis zum Paradigma von WordPress, der heißt Decisions, not Options. Das heißt, wir sind darauf ausgelegt, dass das System von jedem sehr schnell erschlossen wird und jede Art von Interface und jeder Button ist eine Frage, die beantwortet werden muss von einem User. Das heißt, wir hatten früher viel mehr Funktionen auf dieser Seite. Ich kann mal kurz mal runterscrollen. Wir hatten früher viel, viel mehr und die wurden alle zurückgefahren, sind noch da, können quasi über die Ansicht auch hinzugefügt werden, die zusätzlichen Funktionen. Wir haben aber beschlossen, dass eben viel davon den normalen Nutzer überhaupt nicht interessiert, ihn überfordert. Deswegen haben wir die quasi automatisch ausgeblendet. Deswegen haben wir quasi hier die Überschrift plus den Beitragstext mit TinyMCE mit Dateien hinzufügen, wo man eben per Drag and Drop automatisch Bilder einfügen kann, die dann anordnen kann. Und
hat eben dann quasi die Möglichkeit, hier Veröffentlichungen durchzuführen, kann auch das Format auswählen, um im Frontend je nach Design nochmal geändertes Layout zu erzeugen. Wir haben jetzt noch die Kategorien und die Schlagwörter und das Beitragsbild und das war's von der Artikelansicht im Normalfall. Bei den Seiten sieht es ungefähr genauso aus. Da gibt es auch, wie gesagt, eine Listenansicht und dann eben hier auch die Möglichkeit, ein paar Felder einzufügen oder eben ein paar Funktionen. Jetzt können wir uns mal die Seite im Frontend anschauen. Und wir haben eben bei WordPress nicht die Funktionalität, dass wir eben mehrere Elemente oder mehrere Abschnitte auf eine Seite automatisch packen können. Das heißt, man kann dort mit Shortcodes und ähnlichen eben Inhalte zusätzlich einfügen. Aber von der Verwirrung her der User haben wir eben gesagt, okay, wir lassen das eben, wir würden das eben nicht ausführen, weil eben die Leute sehr einfach, sehr schnell eben Inhalte verwalten und einfügen können. Natürlich gibt es bei uns auch die Visual Composer, die Editoren, womit man quasi mehrere Inhalte, Slideshows und ähnliches im Content einfügen kann. Ansonsten ist das hiermit relativ schnell erklärt. Und ich würde euch noch kurz das Menü zeigen. Kurz wieder ins Backend. So, ich würde kurz die Seitenanpassung aktivieren, womit ich eben jetzt quasi das Seitenlayout und Farben und Ähnliches eben hier über Picker quasi automatisch einstellen kann und eben auch speichern kann. Und die Menüs an der Stelle sind quasi auch relativ einfach verwaltbar. Das heißt, wir haben hier den Punkt Design Menüs und können dort eben Menüelemente hinzufügen zu der Seite und können die eben auch per Drag and Drop anordnen. Kurz mal ein Menü erstellen. Und da können eben dann Seiten und Beiträge zu dem Menü hinzugefügt werden, die eben dann auch sehr einfach angeordnet werden können. Es sind auch individuelle Menüs möglich. Das kann ich jetzt quasi auch im Frontend als Baumnavigation, wenn das Theme das erlaubt, quasi anzeigen. Und wir haben noch die Möglichkeit, eben im Sidebar-Bereich, also sprich im rechten Teil der Seite, gehe ich kurz mal auf die Hauptübersicht, da haben wir hier den rechten Teil der Seite. Und das kann ich eben über Widgets auch relativ einfach anordnen oder auch entfernen oder andere Funktionalitäten eben hinzufügen. Ja, das wäre eine kurze Erklärung zu WordPress. Hat noch irgendjemand aktuell eine Frage, die ich kurz beantworten könnte? Ja? Wiederholst du bitte noch einmal? So, danke schön. Ist das schon ein neuer Media Manager in Mache, dass man sagen könnte, man kann die Grafiken zum Beispiel in Verzeichnissen sortieren, statt in einer großen Ansicht? Ja, das Konzept Verzeichnisse ist prinzipiell veraltet, weil man ja quasi, also Verzeichnisse sind ja nichts anderes als Tags oder Kategorien oder ähnliches. Das heißt, visuell Verzeichnisse sind an der Stelle von uns nicht vorgesehen. Es gibt aber, muss ich kurz mal schauen, es gab für das Core Proposal gab es jemanden, der quasi sich gedacht hat, okay, ich baue jetzt mal Verzeichnisse oder eine Art von Kategorisierung, die wo der User quasi verwalten kann, hat quasi jemand dran gearbeitet. Aber ich komme nicht direkt drauf, frag mich nachher nochmal. Ich müsste mal schauen, wo Felix das genau hat. Der ist derjenige, der das in der Arbeit hatte. Aber prinzipiell ist meines Wissens nach vom Core her keine Bestrebung dafür, das einzubauen. Wenn aber eben dementsprechend das Proposal dementsprechend vorbereitet wird und ausgearbeitet wird, wäre sowas möglich. Aber du musst halt immer wieder dir vorhalten, es geht darum, das System zu vereinfachen eben und nicht die Komplexität zu erhöhen, weil dadurch wir eben sehr, sehr verbreitet sind, muss man eben quasi bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, muss man eben ein Viertel des Internets berücksichtigen. Das heißt, deswegen sind eben Design und Verhaltensänderungen von WordPress eben nicht quasi
keine einfache Sache, die man ausführt. Sonst noch irgendjemand eine Frage? Ja, dann hätte ich noch eine Bitte. Ja. Und zwar, das hatte ich auf der CeBIT, glaube ich, schon 2013 gesehen. Wir bei Joomla haben ja einen relativ, naja, überschaubaren Medienmanager. Ich benutze ja eigentlich auf all meinen Joomla-Seiten, um Thumbnails zu generieren, ein Plugin. Und könntest du das einmal zeigen, wie WordPress das gelöst hat? Muss ich kurz mal die Grafik speichern. Weil da war ich eigentlich sehr, sehr begeistert von, dass man dort eben halt Bilder auch in einer etwas höheren Auflösung halt hineinwirft und dass WordPress dann eben halt die Thumbnails schon generiert, die ja eben halt auch wichtig sind, um eben schnelle Ladezeiten zu bekommen. Das ist ja das, was Joomla standardmäßig nicht an Bord hat, was man dann eben halt über ein Plugin nochmal regeln muss. So, ich schau mal gerade. Kann ich irgendein anderes Bild von dir verwenden? Ich überlege gerade hier. Was habe ich da an Bildern, die du nehmen kannst? Ich habe jetzt gerade eins runtergeladen, aber ich sehe das nicht. Bitte? SVG, okay. Der SVG ist schlecht. Oder ich weiß nicht genau, ob ich damit, also ich sehe es zumindest hier, warte mal, vielleicht doch. Aber ich weiß nicht, ob ich da L wie Grafiken, Logo tiefer, ne? Bitte? L wie Logo tiefer. Ja, tiefer, bin auf dem Weg. Tiefer. Foto, guck mal, das ist ein Foto. Nein, darf ich nicht wenden. Ich genau. Weiß gerade nicht, was drauf ist. Ich weiß es nicht, ob das, ist nicht zulässig. Können wir nicht bearbeiten. Ja, wir brauchen mal kurz eine Grafik. Wir brauchen eine Grafik. Irgendwo im Netz muss es doch eine Grafik geben. Ich glaube, auf der Seite habe ich Bilder gesehen. Guck mal, da ist eins. So. Desktop, ne? Das war jetzt gerade, müsste jetzt gleich eigentlich. So, wie ist das nochmal? Auf dem Desktop gucken. Desktop. Windows. Da ist es. Okay. So. Jetzt haben wir hier das Bild und haben hier eine Funktion Bild bearbeiten. Und können jetzt, das ist leider ein kleines Ausgangsbild, und können jetzt so die trivialen Sachen machen mit dem Bild und können zum Beispiel eben auch was zurückspiegeln. Jetzt muss ich kurz mal hier speichern. Ich kann auch dementsprechend bei den Bildern Ausschnitt machen. So. Und kann das eben jetzt für alle Größen als neues Zielbild quasi benutzen. Das ist quasi eine Kernfunktion von WordPress. Diese Installation hier ist quasi komplett frisch neu gemacht. Das heißt, das ist eine Kernfunktion von WordPress, die einfach jedem die Möglichkeit gibt, eben einfach Bilder für seine Seite quasi zu editieren. Und da gibt es natürlich noch Erweiterungen dafür, um eben noch spektakulärere Funktionen dort in diesen Medienmanager einzufügen. Ja? Noch eine Frage? Also, ich laufe wieder. Vielleicht einfach mal den Vergleich, die Joomla herzustellen. Was hättest du gerne innerhalb von WordPress, das Joomla hätte? Oder umgekehrt, was würde dich bei WordPress halten, das nicht besser ist bei Joomla? Also wenn du die zwei Versionen mal vergleichst. Also die Motivation, zu Joomla zu wechseln, was WordPress nicht hat, oder umgekehrt? So ein bisschen, um praktisch zu sehen, wo der Core-Unterschied ist. Die Frage ist relativ schwer für mich zu beantworten, da ich seit 2005 bei WordPress dabei bin. Ich bin also so ein kleines bisschen betriebsblind, hab jahrelang auch noch mit Typo 3 gearbeitet. Das heißt, ich weiß da die großen, großen Unterschiede. Ich weiß, was WordPress nicht im Core hat, was Joomla hat, ist die Mehrsprachlichkeit. Dadurch wir als englisches Projekt gestartet sind, gab es, dadurch wir ein einfaches System sind, nie wirklich das Bedürfnis, Mehrsprachlichkeit zu haben. Deswegen wurde das dann von Plugins gelöst. Da gibt es mehrere eben Plugins, die sich um Mehrsprachigkeit in WordPress kümmern. Das wäre jetzt ein,
ein Punkt, der, den ich mir für WordPress noch wünschen würde, der aber eben, woran gearbeitet wird, aber eben was keine hohe Priorität genießt, weil es eben schon fertige Lösungen dafür gibt. Was ich von anderen Systemen, um jetzt mal nicht nur Joomla zu meinen, was ich von anderen Systemen eben gesehen habe, ist, dass die Komplexität für den Einsteiger, also für denjenigen, der einfach nur eine Seite online stellen will, ist halt bei vielen Systemen die Komplexität der Abfragen, eben der Felder, der Checkboxen dort eben sehr hoch. Das heißt, das ist ein Punkt, den ich mir eigentlich so ein bisschen für andere Systeme wünschen würde, dass die so eine Art Einsteigermodus haben, sei es ein Wizard oder irgendwas anderes, um eben den User dementsprechend leichter, den Einsteiger quasi leichter in das System zu bringen, um eben quasi eigentlich nicht benutzte Funktionen ein bisschen auszublenden und eben denjenigen, der das wirklich aktiv haben will, der aktiviert sich das und der restliche normale User wird eben davon nicht belästigt. Das ist eine Funktionsweise, die wir wissen bei WordPress, die funktioniert, dass dadurch erreicht man eine sehr große Zielgruppe. Und damit, das wären eben Punkte, die so im Austausch ich mir vorstellen würde. Ich glaube, das ist auch das Abgrenzungskriterium in die andere Richtung. In WordPress, weil ihr eben genau diese Zielgruppe habt, bringt es weniger Funktionalitäten mit, wo andere Systeme sagen, das ist ein Core-Feature, das muss einfach da rein. Weshalb du mit einem WordPress-Board-Mittel im Zweifelsfalle bei manchen Seiten nicht so weit kommst wie mit anderen Systemen. Das heißt, wenn du sagst, ich habe ein ambitionierteres Projekt mit, was weiß ich, deutlich mehr Content, mit mehreren Redakteuren, mit Mehrsprachigkeit, mit Berechtigungsmanagement und sowas, wirst du bei einem WordPress wahrscheinlich irgendwann anfangen, sehr viel an Plugins draufwerfen zu müssen, um diese Funktionalität zu realisieren. Und da kommst du bei anderen Systemen mit Boardmitteln einfach noch weiter. Das ist halt dann der andere Aspekt dieser Geschichte. Genau, und vom Publishing her haben wir eben auch sehr viele Kernfeatures. Bei uns ist halt quasi alles, was über das System hinweggeht, ist halt völlig normal quasi über Add-ons zu lösen, weil es eben da Tausende, also wirklich Zehntausende von Erweiterungen gibt, die eben für alle möglichen Anspruchspunkte eben verschiedene Lösungen bieten, um eben einen anderen Workflow zu ermöglichen oder eben andere Funktionen freizuschalten, SEO und Ähnliches. Ja, okay. Gut, sonst keine Fragen mehr? Okay, magst du noch ein bisschen was zu Typo 3? Ja, ich kann kurz von Typo 3 erzählen, da habe ich aber leider keine Backend-Installation aktiv. Ich habe früher vor quasi sehr, sehr langer Zeit mit Typo 3 gearbeitet, als es noch in der 3er-Version war. Aktuell sind sie, glaube ich, in der 7er oder arbeiten jetzt an der 8er-Version. Das heißt, meine Aussagen sind quasi als nur vom Konzept her zu sehen. Typo 3 ist ähnlich wie Drupal in Enterprise CMS, das heißt Funktionen wie Berechtigungen und Einstellungen sind dort quasi Kernfunktion und Kernfeature. Es ist zum Beispiel möglich bei Typo 3 ohne irgendein Add-on zu benutzen, dass man einstellen kann, dass ein Benutzer nur einen bestimmten Teil einer Seite bearbeiten darf, diesen Teil aber nicht löschen darf, also quasi Elemente in einer Seite nicht löschen darf. Und dadurch eben hat man vielfältige Möglichkeiten, mit Boardmitteln den User darauf vorzubereiten oder den User quasi abzuholen, dass er, selbst wenn er es wollte, quasi nichts kaputt machen kann oder eben nichts verändern kann, was er nicht soll. Das ist der große Vorteil von solchen großgedachten Systemen, die eben dann zum Beispiel, ich glaube die Cebit ist zum Beispiel eine Seite, die mit Typo 3 arbeitet, ist eben da quasi die Basis eben mit Kernfunktion oder mit Ermöglichen der Entwickler quasi sehr klein granuelle Rechte quasi zu vergeben. Das grundsätzlich. Wer Interesse hat, zu Typo 3 nochmal was zu sehen, wir haben den CMS-Gartenstand draußen. Da können wir euch quasi Contao, WordPress und Typo 3 gerne zeigen, wenn ihr euch da mal nochmal eine spezielle Frage habt, Workflow oder Ähnliches, dass wir eben dort euch dann nochmal abholen können an der Stelle. Gut, dann möchte ich noch einmal gerne übernehmen. Und zwar... danke, Robert, einmal für dich. Ja. Und zwar möchte ich ein bisschen jetzt was... Genau, danke. Möchte ich über ein, ja,
ich sage kleineres System, weil die Entwickler, die da dran sitzen, bestehen aus genau zwei Leuten. Scientific CMS, finde ich auch mal wert, darüber zu reden, weil es eben halt ein besonderes CMS-System ist mit einer besonderen Lösung. Und zwar ist dieses CMS-System entstanden an der Uni Bremen. Und zwar aufgrund der Anforderungen, die halt eine Uni halt stellt. Eine Uni besteht aus mehreren Gebäuden, verschiedenen Adressen, sehr vielen Abteilungen, noch mehr Mitarbeitern. Die haben alle ihr Büro, eine eigene Telefonnummer, Faxnummer, die publizieren auch alle. Und jetzt passiert es eben halt, dass ein Mitarbeiter von der einen Abteilung in die andere Abteilung wechselt. Das ist, ich sag auch mal salopp, mit Joomla-Mitteln kaum realisierbar. Und die haben es eben halt geschafft, dieses dann doch sehr zu vereinfachen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter jetzt wechselt oder die Abteilung wechselt, das Gebäude mit Adresse, dann ist das wirklich mit ein paar kleinen Änderungen passiert. Die haben da also ein ganz tolles System gebaut. Ich hatte da 2013 auf der CeBIT ein sehr einschneidendes Erlebnis. Es kam jemand von der EU-Regierung auf mich zu und sagte, ja, Joomla, toll, und wir wollen eine neue Website für die EU-Regierung bauen. Wir wollen Joomla haben. Und dann erzählte er so halt die Aufgabenstellung und ich fragte dann eben halt auch ab, ja, verschiedene Abteilungen, verschiedene Mitarbeiter, viele Adressen. Und ich dann, nein, ist so, Joomla ist hier in dem Falle nicht das CMS-System für dich, sondern geh mal da zu den Scientific-Leuten rüber, die haben das passende Ding. Ich fand es für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil ich dann eben halt sehr schnell gemerkt hatte, von der Aufgabenstellung her, nee, Joomla ist hier wirklich über und da ist Scientific einfach das bessere und richtigere System in dem Moment. Ja, wie gesagt, da sind jetzt nicht ganz so viele Entwickler dran. Ja, ungefähr 6 steht jetzt hier auf der Website. Programmiersprache ist Java. Und ansonsten wird das aber auch eben mal stetig weiterentwickelt. Die sind da sehr, sehr fix bei der Sache. Bugs werden auch sehr, sehr schnell behoben. Ja, andere CMS-Systeme, die wir hier noch im Garten haben. Einige Systeme sind leider eher inaktiv. Da wäre zum Beispiel, ich gehe mal von oben, Django, welches ich leider im Garten nicht mehr betätigt. Wir haben es mehr oder weniger auf inaktiv gesetzt. Wir hoffen, dass die Community dann irgendwann nochmal wiederkommt. Dann haben wir OpenCMS, da haben wir auch leider etwas länger von denen nichts gehört, genauso wie Papaya. Bei Redaxo habe ich jetzt kürzlich halt wieder einen Kontakt geknüpft. Die wollen, suchen aber noch nach Leuten, die dann auch die Manpower mitbringen können für den Garten, für die Arbeit eben halt bei uns. Da müssen wir mal schauen. Neue Systeme sind auch hinzugekommen. Da haben wir einmal Alchemy-CMS. Muss ich jetzt aber auch ganz ehrlich gestehen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Basiert auf Ruby, wie ich gerade hier ablesen kann. Und ja, wie gesagt, kann ich absolut noch nichts zu sagen. Habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Oder EZ Publish ist auch halt neu dabei. Und ja, in der Hoffnung, dass diese Jungs dann auch etwas mehr Engagement mitbringen jetzt und sich dann auch mal zeigen lassen. Und ich hoffe dann, dass wir dann auch auf dem nächsten Joomla Day vielleicht auch mal ein paar andere einladen dürfen, die dann auch kommen. Okay, hat sonst noch jemand Fragen zum Vergleich von CMS-Systemen? Sehe ich jetzt nicht der Fall. Da möchte ich gerne so die restliche Zeit, die wir jetzt haben, so die letzten 7 Minuten noch einmal kurz nutzen, um über die Arbeit des CMS-Gartens zu berichten. Wir sind eben halt ein Zusammenschluss, eine Art Dachverband der Open-Source-CMS-Systeme in Deutschland. Wir
sind ja zur CeBIT 2013 praktisch das erste Mal so zusammengekommen und haben uns halt gesagt, komm, lass uns mal gemeinsam einen CeBIT-Stand bespielen. Das wird dann für alle Systeme ein bisschen günstiger. Wir alle eben halt ein bisschen Kohle in die Mitte schmeißen. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, so wie jeder kann. Das hat dann halt sehr gut geklappt und wir haben schnell gemerkt, Mensch, das ist eine tolle Sache. Nicht nur eben halt, um Marketingkompetenzen zu bündeln, sondern eben halt auch, um gemeinsam Lobbyarbeit zu machen. Wie wir es ja von Joomla selber im Moment im eigenen Leib spüren, mit den Problemen mit dem Finanzamt in Aachen, so ist es dann eben halt, dass jeder Verein auch so seine Schwierigkeiten hat, gerade auch mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Contao hat es gut gelöst, die sind ab in die Schweiz. Da ist das anscheinend kein Problem. Hier in Deutschland haben wir eben halt das Problem, dass gerade diese Art der Open-Source-Bewegung ja, und die Gemeinnützigkeit dazu irgendwie Probleme macht. Die können nicht so ganz anscheinend erkennen, warum die das gemeinnützig stellen sollen. Und da sind wir eben halt beim CMS-Garden auch dabei, diese Probleme eben halt in die Politik zu tragen und da eben halt Lobbyarbeit zu machen, dass sich da auch die Gedanken der Politiker so ein bisschen ändern und sagen, Mensch, ja, da ist eine neue, oder da sind Menschen, die tun der Allgemeinheit wirklich was Gutes mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die stellen Software frei zur Verfügung für jedermann. Und das wollen wir dann auch mal unterstützen, indem wir die Vereine, denen das Leben halt einfach ein bisschen leichter machen. Aber da sind wir eben halt auch dran. Das ist auch eine ganz wichtige Arbeit halt vom CMS-Garden. Wir sind im Eco-Verband aktiv. Das ja, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, da hatten wir mal hier so einen Stand, Initiative S. Das war ein Projekt des Eco-Verbandes und darüber hinaus ist dann so langsam der Kontakt entstanden zu den Leuten vom Eco. Aktuell ist es so, dass wir ein gemeinsames Projekt haben. Wir sind Projektpartner des Eco-Verbandes. Es geht eben halt auch natürlich um IT-Sicherheit. Gefördert wird das Ganze vom Bundeswirtschaftsministerium. Das Projekt startete jetzt ab 1. September, nur leider haben wir noch keinen Kick-Off gehabt. Da warten wir jetzt noch drauf, dass wir da zusammen uns dann hinsetzen und dann schauen, wie wir das Ganze dann gemeinsam handeln werden. Wir werden vom CMS-Garden, eine der Hauptaufgaben wird von uns sein, dass wir das, was wir da tun, dementsprechend präsentieren und auch in die Communities tragen. Das heißt, wir werden demnächst vom CMS-Garden noch mehr und aktiver in die einzelnen Communities gehen, zu den einzelnen Camps gehen, an Konferenzen oder was auch immer. Ja, das ist soweit unsere Aufgabe. Wir haben darüber hinaus noch unsere Gartenfibel, die leider jetzt in der dritten Auflage auch schon wieder vergriffen ist. Wir sind gerade dabei, die vierte Auflage zu organisieren. In dieser Gartenfibel ist diese heiß begehrte Übersichtsmatrix mit dem direkten Vergleich der Systeme. Was kann das System? Mehrsprachigkeit? Ja, nein, vielleicht, nur ein bisschen. Seht es uns nur bitte nach, dass wir diese Matrix jetzt hier nicht auf den Beamer werfen, weil wir wollen diese Matrix schon etwas exklusiv halten für dieses Buch, für das gedruckte Buch. Diese Übersicht stellen wir auch nicht ins Internet, weil wir sonst Angst haben, dass wir keine Sponsoren mehr für diese Gartenfibel bekommen. Deswegen bitte hier an dieser Stelle mit Nachsicht, dass wir diese Matrix eben halt nicht online stellen oder dementsprechend jetzt hier auch auf einer Videopräsentation, die hinter online geht, nicht zeigen. Wer da aber noch Interesse hat, ich weiß nicht, ob er noch irgendwo eine Gartenfibel, hast du noch eine dabei, Robert? Naja, gut, können wir dann vielleicht morgen, machen wir dann morgen. Falls jemand da nochmal Interesse hat, in diese Matrix nochmal reinzuschauen, dann kann er das morgen nochmal machen. Robert bringt die Fibel morgen nochmal mit. Und ja, ansonsten wünschen wir drei vom CMS-Garden euch noch einen schönen Joomla-Day und viele interessante Gespräche. Dankeschön.